Und ja, ich kann schon mal mit dem Errichten einer Kirche hier beginnen. Wer hat jetzt eigentlich die Truppen gekriegt? Na, so wie es aussieht, du. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, du bist voll besetzt. Du, dir fehlen dann noch wie viele Einheiten? Gebäudeausbau fertiggestellt. Du kriegst die 5, dann bist du bei 30. 2 noch davon. Und 3 Reiter. Okay. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, ich brauche dann eigentlich den da nicht mehr, den Werkzeugmacher. Kann aber sein Haus ausbauen und daneben am besten gleich noch eins errichten für noch mehr Bevölkerung. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind jetzt die Geistlichen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und ja, sobald die Befestigungen hier wieder stehen, müssen wir Baldurus einen Besuch abstatten. Das könnte ich eigentlich jetzt schon machen. Nicht Baldurus, Bondradin. So, die Kirche hier wird errichtet. Gut. Vortrefflich. Mit der neu errichteten Kirche wird Cressines Reichkeit einen weiteren Schritt näher gekommen. Sind wir Cressines Reichkeit einen weiteren Schritt näher gekommen? Die einheimischen Siedler sind stolz und überreichen einige Münzen. Als wäre das nicht schon genug, verschafft euch die Kirche mehr Prestige. Eure Kirche zeigt allein von eurer Scheinheiligkeit und euch keinen Nutzen bringen. Von meinem Zorn bewahrt euch auch keine höhere Macht mehr. Ich werde eure sogenannte Rebellion den Marsch blasen. Okay, Prestigebelohnung. Damit die Kreieichkeit bis heute wieder hergestellt werden kann, müssen wir in allen Städten gehobene Wohnhäuser errichten, um für eine glückliche Zukunft zu sorgen. Da nehmen wir das. Da nehmen wir das. Da nehmen wir Geld. Errichtet gehobene Wohnhäuser. Ja, kein Problem. Bringt auf jeden Fall mehr Bevölkerung. Wie viel brauchen wir? Zehn insgesamt. Okay. So. Hier haben wir keine gehobenen Wohnhäuser. Ihr werdet angegriffen.
Damit könnte er sogar Schaden anrichten, also nicht schön. Okay, holen wir zum Gegenschlag aus. Gut, das war ein Schlag für ihn. So, jetzt wo hier befestigt ist, können wir uns Kondradin erstmal entledigen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ausgezeichnet, ihr habt die gehobenen Wohnhäuser. Dank dieser gehobenen Wohnhäuser blickt die Stadt in einem verheißungsvollen Zukunft. Die Einheimischen Besiedler schätzen natürlich ihr eigenes Dach über den Kopf und haben und für eure Sache ein paar Münzen zusammengetragen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So. Den Rest übernimmt ihr dann mal. Habe ich jetzt... Ja, die südliche Stadt ist fertig. Euer Königreich wird angegriffen. Ersatzkanone für die Armee. Wurde ausgebaut. Die beiden können auch mal ausgebaut werden. Wie sieht's mit denen? Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Es waren noch 10 und 1. Okay. Also 10 hiervon, das ist ja einfach, und ein hiervon.
So, damit haben wir schon mal einen unserer Widersacher besiegt. Yay. Können wir uns freuen. Ihr erschließt neues Land, mein Freund. Die Lacht wirklich, der Sieg wäre eures. Für so neue Fälle, ihr werdet von feindlichen Truppen. Euer Sieg hier in Chrisheim fällt nicht ins Gewicht. Unser Fetzung in dieser unbedeutenden Region dient der einzigen und allein zur Ablenkung unserer Hauptstreitmacht, die sich auf das vergessene Königreich zubewegt. Ein geistlicher Würdenträger war so freundlich, mir die Lage zu verraten, als ich seine Kirche übernahm. Man sollte meinen Bischöfe werden aufgrund ihres Glaubens der Kreuzigung zugetan. Weit gefehlt. Wie gemein. Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Meine Armeen werden mit einem großen Prozess machen. Diesmal gibt es keine Gefangenen. Ja, da marschiert noch eine Armee. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, den Pikinier ersetzen. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. So, Eroberungsbelohnung nehmen wir das. Prestigebelohnung nehmen wir Schwerter. Noch mehr hiervon. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, hier wird alles repariert. Und dann ein Steinwall. Was auch immer das hier soll, was Baldur da gerade treibt. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Ich hätte mich da vielleicht einmischen sollen, dann hätte ich vielleicht gewonnen, wenn ich mitgekämpft hätte. Ja, weil jetzt kommt nämlich eine nagelneue Armee raus. Thank you.
Gebäude wurde ausgebaut.